Hinter dem Mond zu leben ist out. Wer hip sein will, der greift zum Space Camper. Dieser hier kommt ungemein innovativ daher mit seinem 6-Zylinder Porsche 997 Motor. Eine echte Traumhochzeit zwischen Porsche und VW mit ganzen 600 PS unter der Haube. Ohne Porsche geht es auch. In der Basisversion kostet der Bulli-Ausbau dann nur 35.000 Euro. Darin inklusive ist die patentierte Bunk-Bett-Konstruktion, die den Space Camper in Sekundenschnelle umfunktioniert. Alle unsere Fahrzeuge sind immer mit 5 Sitzplätzen ausgestattet, dementsprechend normale Pkw-Abmaße. Ich kann den Wagen für meinen täglichen Gebrauch einsetzen, zum Einkaufen, zur Arbeit zu fahren, kann aber dementsprechend mit Kurzurlauben, Wochenendtrips oder auch langen Campingurlauben halt in die Campingwelt einsteigen. Wer es gern weniger spacig mag, aber dennoch preiswert funktional, für den hat Hümer das Modell Cape Town auf Lager. Auch dieser basiert auf dem VW-Bus. Spannend allerdings wird es beim Blick ins Innere. Unter dem Bett lassen sich Mountainbike, Surfbrett oder Tauchequipment mit wenigen Handgriffen auf einer Transportschiene verstauen. Doch es muss nicht immer VW sein. Durch seine breite und hohe Fiat-Karosserie fällt der Sydney in die Kategorie Transporter, kann aber auch einiges mehr. Die vorderen Sitze lassen sich einfacher bewegen und auch sonst hat man mehr Bewegungsfreiheit. Besonderer Clou bei beiden Modellen, der Ein- und Ausbau des optionalen Sitzes erfolgt in wenigen Sekunden. Viele Innovationen also bei den aktuellen Einsteigermodellen auf dem diesjährigen Caravansalon, der alles rund um Reisemobile und Caravans zeigt. Einsteiger-Wohnmobile und Minicaravans haben ja einen sehr hohen Stellenwert. Die Hersteller haben sich sehr frühzeitig darauf eingerichtet, weil wir hier auf dieser Messe auch sehr Einsteiger haben, die sich erkundigen wollen, die interessiert sind. Und das sieht man auf der Messe, dass Schlangen stehen bei solchen Fahrzeugen, um zu sehen, wie sieht die Innenausstattung aus. Doch nicht nur Wohnmobile sind attraktiv für Einsteiger. Auch für hintendran gibt es einiges zum kleinen Preis. Zum Beispiel schon für unter 10.000 Euro den 300 DT Aviva Light von Adria oder die Starlet 450 LJ von Stärkemann für rund 2.000 Euro mehr. Von außen kompakt bieten diese Caravans im Inneren alles, was das Camperherz begehrt. Edelstahlküche, Kühlschrank, Dusche, WC und 2 Schlafplätze. Alles also, was man braucht für den perfekten Start ins Camperleben.